Gute Nacht, Sonnenschein. Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Hallo, mein Sonnenschein. Wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur 42. Folge meines Märchenpodcasts. Lass uns zusammen in die wunderbare Welt der Märchen reisen und gemeinsam entdecken, was die Helden und Prinzessinnen auf ihren Abenteuern erleben. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die 12 Jäger. Es war einmal ein Königssohn, der hatte eine Braut und hatte sie sehr lieb. Als er nun bei ihr saß und ganz vergnügt war, da kam die Nachricht, dass sein Vater todkrank läge und ihn noch vor seinem Ende zu sehen verlangte. Da sprach er zu seiner Liebsten: »Ich muss nun fort und muss dich verlassen. Da gebe ich dir einen Ring zu meinem Andenken. Wenn ich König bin, komm ich wieder und hol dich heim.« Da ritt er fort, und als er bei seinem Vater anlangte, war dieser sterbenskrank und dem Tode nah. Er sprach zu ihm: »Liebster Sohn, ich habe dich vor meinem Ende noch einmal sehen wollen. Versprich mir, nach meinem Willen dich zu verheiraten.« Und nannte ihm eine gewisse Königstochter, die sollte seine Gemahlin werden. Der Sohn war so betrübt, dass er sich gar nicht bedachte, sondern sprach: »Ja, lieber Vater, was euer Wille ist, soll geschehen.« Und darauf schloss der König die Augen und starb. Als nun der Sohn zum König ausgerufen und die Trauerzeit verflossen war, musste er das Versprechen halten, das er seinem Vater gegeben hatte, und ließ um die Königstochter werben, und sie ward ihm auch zugesagt. Das hörte seine erste Braut und grämte sich über die Untreue so sehr, dass sie fast verging. Da sprach ihr Vater zu ihr: »Liebstes Kind, warum bist du so traurig? Was du dir wünschest, das sollst du haben.« Sie bedachte sich einen Augenblick, dann sprach sie: »Lieber Vater, ich wünsche mir 11 Mädchen, von Angesicht, Gestalt und Wuchs mir völlig gleich.« Da sprach der König: »Wenn's möglich ist, soll dein Wunsch erfüllt werden.« Und ließ in seinem ganzen Reich so lange suchen, bis 11 Jungfrauen gefunden waren, seiner Tochter von Angesicht, Gestalt und Wuchs völlig gleich. Als sie zu der Königstochter kamen, ließ diese 12 Jägerkleider machen, eins wie das andere. Und die 11 Jungfrauen mussten die Jägerkleider anziehen, und sie selber zog das 12. an. Darauf nahm sie Abschied von ihrem Vater und ritt mit ihnen fort und ritt an den Hof ihres ehemaligen Bräutigams, den sie so sehr liebte. Da fragte sie an, ob er Jäger brauchte und ob er sie nicht alle zusammen in seinen Dienst nehmen wollte. Der König sah sie an und erkannte sie nicht. Weil es aber so schöne Leute waren, sprach er ja. Er wollte sie gerne nehmen. Und da waren sie die 12 Jäger des Königs. Der König aber hatte einen Löwen, das war ein wunderliches Tier, denn er wusste alles Verborgene und Heimliche. Es trug sich zu, dass er eines Abends zum König sprach: »Du meinst, du hättest da 12 Jäger?« »Ja«, sagte der König, »12 Jäger sind's.« Da sprach der Löwe weiter: »Du irrst dich, das sind 12 Mädchen«, antwortete der König. »Das ist nimmermehr wahr. Wie willst du mir das beweisen?« »Oh, lass nur Erbsen in dein Vorzimmer streuen«, antwortete der Löwe. »Da wirst du's gleich sehen. Männer haben einen festen Tritt. Wenn die über Erbsen hingehen, regt sich keine. Aber Mädchen, die trippeln und trappeln und schlurfen und die Erbsen rollen.«
Dem König gefiel der Rat wohl und er ließ die Erbsen streuen. Es war aber ein Diener des Königs, der war den Jägern gut, und wie er hörte, dass sie sollten auf die Probe gestellt werden, ging er hin und erzählte ihnen alles wieder und sprach: »Der Löwe will dem König weismachen, ihr wäret Mädchen.« Da dankten ihm die Königstochter und sprach hernach zu ihren Jungfrauen: »Tut euch Gewalt an und tretet fest auf die Erbsen.« Als nun der König am anderen Morgen die 12 Jäger zu sich rufen ließ und sie ins Vorzimmer kamen, wo die Erbsen lagen, so traten sie so fest darauf und hatten einen so sicheren, starken Gang, dass auch nicht eine rollte oder sich bewegte. Da gingen sie wieder fort und der König sprach zum Löwen: »Du hast mich belogen, sie gehen ja wie Männer.« Da antwortete der Löwe: »Sie haben es gewusst, dass sie sollten auf die Probe gestellt werden, und haben sich Gewalt angetan. Lass nur einmal 12 Spinnräder ins Vorzimmer bringen, so werden sie herkommen und werden sich daran freuen, und das tut kein Mann.« Dem König gefiel der Rat und er ließ die Spinnräder ins Vorzimmer stellen. Der Diener aber, der es redlich mit den Jägern meinte, ging hin und entdeckte ihnen den Anschlag. Da sprach die Königstochter, als sie allein waren, zu ihren 11 Mädchen: »Tut euch Gewalt an und blickt euch nicht um nach den Spinnrädern.« Wie nun der König am anderen Morgen seine 12 Jäger rufen ließ, so kamen sie durch das Vorzimmer und sahen die Spinnräder gar nicht an. Da sprach der König wiederum zum Löwen: »Du hast mich belogen, es sind Männer, denn sie haben die Spinnräder nicht angesehen.« Der Löwe antwortete: »Sie haben es gewusst, dass sie sollten auf die Probe gestellt werden und haben sich Gewalt angetan.« Der König aber wollte dem Löwen nicht mehr glauben. Die 12 Jäger folgten dem König beständig zur Jagd, und er hatte sie je länger, je lieber. Nun geschah es, als sie einmal auf der Jagd waren, dass sie eine Nachricht bekam, die Braut des Königs wäre im Anzug. Wie die rechte Braut es hörte, tat ihr es so weh, dass es ihr fast das Herz abstieß und sie ohnmächtig auf die Erde fiel. Der König meinte, seinem lieben Jäger sei etwas begegnet, lief hinzu und wollte ihm helfen und zog ihm den Handschuh aus. Da erblickte er den Ring, den er seiner ersten Braut gegeben, und als er ihr in das Gesicht sah, erkannte er sie. Da war sein Herz so gerührt, dass er sie küsste, und als sie die Augen aufschlug, sprach er: »Du bist mein und ich bin dein, und kein Mensch auf der Welt kann das ändern.« Zu der anderen Braut aber schickte er einen Boten und ließ sie bitten, in ihr Reich zurückzukehren, denn er habe schon eine Gemahlin, und wer einen alten Schlüssel wiedergefunden habe, brauche den neuen nicht. Darauf ward die Hochzeit gefeiert, und der Löwe kam wieder in Gnade, weil er doch die Wahrheit gesagt hatte. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen von den 12 Jägern. Das Märchen hat wieder einige Elemente, die wir schon aus anderen Märchen herkennen. Heute war es die Probe unserer Heldin. Auf die Probe stellen heißt es richtig und bedeutet zu prüfen, ob jemand oder etwas zu gebrauchen ist, beziehungsweise eben auch das ist, was er ausgibt zu sein. Um herauszufinden, ob unsere Heldin wirklich eine junge Frau war, wurde sie vom König und dem Löwen getestet. Einmal mit Erbsen auf dem Boden und einmal mit den Spinnrädern. Wenn auch du, mein Sonnenschein, bald auf die Probe gestellt wirst, dann denke an unsere Heldin. Sei mutig und stark, voller Zuversicht, dass du es schaffen kannst. Wirst du nervös, etwas ängstlich sein, ein wenig Bauchkribbeln haben und feuchte Hände? Ja, manchmal. Das ist ganz normal und nichts Ungewöhnliches. Dein Körper sagt dir, dass er bereit ist, dir zu helfen und auf jede Kleinigkeit achtet, damit du schnell reagieren kannst. Da hilft es oft, leise zu sagen: »Danke, Körper, dass du auf mich aufpasst. Zusammen werden wir das jetzt meistern.«
ebenso wie unsere Helden aus dem Märchenland. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht warst du heute auf dem Weg zum Kindergarten, dem Einkaufszentrum oder zu Oma oder bist einfach nur spazieren gegangen. Und dabei hast du am Rande der Straße ein paar Pusteblumen gefunden, sie gepflückt und natürlich geboostet. Versuch dich daran zu erinnern. Und was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.